So, da sind wir wieder bei Castlevania Lords of Shadow. Weiter geht's. Beim letzten Mal haben wir irgendwie hier, sind wir hier rumgeirrt, weil ich keine Ahnung hatte, wo es lang geht. Aber jetzt habe ich eine Ahnung. Ich habe mich nämlich noch ein bisschen umgeschaut. Hier war ich ja schon oben, ja. Und zwar ist das Rätselslösung einfach hier abspringen. Und dann können wir dahin. Das ist doch mal richtig geil. Aber erstmal muss ich mich hier ein bisschen... So. Holy, 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 holy shit. Solche geheimen Wege, mei. Aber ich habe es noch gefunden. Das macht mich echt glücklich und... Okay. Alter. Das war knapp. Und ich glaube, das gleiche passiert ja auch. Und... Ja, sehr gut. Haha. Manchmal ist es ein bisschen gruselig, was er hier macht. Jetzt kann er rüber, oder? Ja. Gabriel, der Artist. Echt jetzt. Alter, ich kriege so eine Sprünge nicht hin. So, runter. Oh. Er speichert. Schauen wir mal. Okay. Oh, Alter. Remember. Ja, ja. Oh, shit. Nee, was? Ich habe mich noch nicht genug eingespielt. Es ist wieder eine neue Aufnahmesession. Und drei. 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 Drei Stück. Oh mein Gott. Nee. Ah, diese Scheiße. Wie soll ich denn da ausweichen? Okay. Ah, shit. Ah, shit. Komm schon. Oh Gott. Ich muss mich echt gerade konzentrieren, weil gegen drei ist es gar nicht mal so einfach. Okay, okay. Bodenschlag. Oh Gott. Nein. Au. Da muss der, der andere mich auch gleichzeitig hauen, ne? Gibt's doch gar nicht. So, hier. Okay. Ich bin hier in der Sackgasse. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Nein. Hast du mich erwischt. Da hat er, und ich kann auch gar keinen Mana aufbauen. Ein Dolch. Echt jetzt? Remember. Wo hat er denn hingeschossen, ey? Ist doch kacke. So. Ah, schön. Okay, X smashen, yeah. Okay. Es sieht gar nicht so übel aus. Man muss hier nur ruhig rangehen und dann klappt das schon irgendwie. Und die werden immer wilder. Du bist auch wild. Ja. Oh, Alter, nein. Okay, 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 okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Ihr seid doch beide wild jetzt. Hab ich recht? Okay. Das kann ich ausmalen. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Okay, super. Oh. Schön. Ah. Jetzt habe ich mich leicht verkrampft, ja. Aber alles gut. Nur im Nacken, ja. Besser als, dass Gabriel hier stirbt. Oder so. Keine Ahnung. Alter. Netter Kampf. Netter Kampf. Er fordert auf jeden Fall taktische Finesse. Und ich glaube, es war taktisch klug, den Typen auszuweichen. Oh, heftig. Supi. Jetzt weiß ich aber, wenn du einem Schraubenschlüssel ausweichen kannst, kannst du auch einem... Ball ausweichen, so ähnlich war es auch. Wenn ich drei Lykaner besiegen kann, kann ich auch einen besiegen. Von diesen dicken. Ja, oh wow. Die geht mir etwas auf die Nerven. Aber hier ist doch noch einer. Aha. Ja, du kannst zählen. Das ist Glückwunsch. Oh, Energie. Sehr gut. Da raube ich mir mal ein bisschen was. Oh, Alter.
Und so schlecht sieht's also gar nicht aus. Das ist der letzte. Cool. Dunkler Kristall. Ich muss Kreis halten. Okay. Ja, das könnt ihr euch durchlesen. Ja. Gut. Ja, man kann ihn auch aktivieren, um oder man kann ihn auch einsetzen, um Geräte zu aktivieren. Ach so, okay. Wenn ich ihn jetzt verschwende, muss ich mir nochmal so den Scheiß zusammensuchen. Ey, kannst du knicken. Kannst du voll knicken, aber ich denke mal, diese Kristalle werden wir im Spiel dann häufiger finden und so ein bisschen als Ausweichjoker oder sowas benutzen. Um uns aus bestimmten Situationen zu befreien. Wenn wir irgendwelche schweren Gegner haben. Ich habe jetzt gerade nicht gelesen, wie man das Ding aktivieren kann. Warte mal. Das ist irgendwie doof. Ich muss wissen, wie das geht. So, wie geht das denn? Kann man, wie soll ich das aktivieren? Ach man, shit. Egal, das werden wir noch rausfinden. Hoffe ich doch. So. Und hier können wir irgendwas machen. Was? Ich verstehe. Gut, dass der Troll da ist. Und kommen jetzt noch mehr Gegner? Oh, hallo. Bleib mal ruhig. Okay, keine Energie mehr. Aber er ist... Oh, geraged. Das ist verdammt schlecht. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe. Niemals in die Ecke drängen lassen. Haha. So, bitteschön. Oh, Glück gehabt. Oh. Lässt er sich jetzt nicht mehr greifen? Nee. Muss aufpassen. So, das ging ja noch. Gerade so. Aber ich finde es verdammt cool, dass man hier sowas machen kann. Finde ich echt nett. Yeah, ich mach die Sachen hier kaputt. Oh yeah. Ich kann auch den hier machen. Yes! Das muss ich ihn leider töten. Egal. So. Gib mir alles auf meine Lichtenergie. Ich brauche ganz viel davon. Oh, ich bin wieder hier. Schön. Was für ein Zufall. Und jetzt kann ich hier... Wow, ich kann den einsetzen. Cool. Was mich da wohl erwartet? Ich bin gespannt. Schauen wir mal, was da abgeht. Auf jeden Fall vibriert die Erde, wenn der Typ hier läuft. So schwer ist er auch nicht, oder? Oh, ein Rätsel. Behind that big door, the Titan awaits you. These statues seem to be here for a reason. Ja klar. Hinter dem Tor da hinten erwartet er mich. Gut. Was kann ich... Ah, das ist ein Ritter. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Ach so, Hinweis. Ich will die Lösung nicht ansehen. Erstmal gucken, dass ich das Rätsel hier löse, ja. Hey. Ach so. Echt jetzt? Kann ich den anderen da einfach rausnehmen? Das wäre cool, ey. Das wäre echt geil. Gib mir meinen Kristall. So. Und den kann ich jetzt da einsetzen. Alles klar, das klappt sogar. Wie cool. Hey. So. Und... I think these
These statues can move somehow. Ja. So. Das mache ich mal so. Du hast doch einen bestimmten Spiegel, oder? Ja, du hast einen Spiegel. Ah, lass dich doch drehen. Ach, da. Gar nicht gesehen. Oh yeah. Nein, das war zu weit. So. Aber das ist ein echt schwieriges Rätsel, ey, muss ich schon sagen. Bevor ich das öffne, werde ich mich hier nochmal umgucken. Falls es hier doch noch was gibt, was ich irgendwie mitnehmen kann. Ist ja immer gut, ne? Hier gibt's nichts. Nein, da ist nur die Kamera. Ja. Ich glaube, hier ist nichts. Dort glaube ich. Ach, das ist der Raum, wo wir gerade den Troll geritten haben. Okay. Gar nicht erkannt. Ach, die Statuen sind aus dem Boden gefahren. Ich verstehe. Ja, 200. Ja, das war auch ein schweres Rätsel. Das muss ich zugeben. Gib mir den Kristall. Blöde. Oh, God damn it. Na toll. Den Kristall kriegen. Haben wir den schon wieder? Ja, tatsächlich. Cool. Oh, das war's schon. Cool. Zum Talentfenster. Ich werde mal hier neue Talente holen. Guillotine. Ja. In der Luft halten. Okay. Dann können wir auch ein Upgrade kriegen. Dass er die wieder so hochfletscht. Aber ich denke mal, da finden wir coolere Sachen. Nach synchronen Blocken, okay. Nee, hey, wieso geht er denn raus? Habe ich falsch Knopf gedrückt? Ja, habe ich. Was ist das denn? Ein Upgrade für die Direkt-Heftig-Kombo? Ui, cool. Kettenbarriere-Update gibt es auch. Upgrade-Update, sage ich schon. Was gibt's denn da? Oh, auch nett. Bodenfräse. Mhm. Irgendwie, nein. Kreiskette. Okay. Die haben wir noch nicht, okay. Aber ich würde mal ganz kurz nach Zweitwaffen gucken. Dolchwelle. Schießt einfach nur mehr Dolche oder was? Also, mehr hintereinander. So Halbautomatik oder was? Lichtblitz, aha. Irgendwie fand ich, die Kettenbarriere ganz cool, muss ich sagen. Dass man die so schön auflösen kann. Das fand ich gut. Nehmen wir! So. Mission fortsetzen. Und er speichert. Okay. Ist okay. Heiligtum der Titanen. Oh mein Gott. The three companions enter the chamber of the Titans. What awaits them there is all that remains of the great technology of the Aghartians. This battle will test them all. And there is no going back now. The board is set, the pieces in play, and we shall see what occurs and who will emerge the victor. The child and her golem will help, and I hope once the battle is won, that Gabriel will have the courage to do what is necessary. Necessary for our quest to succeed. For there is still the matter of the Lords of Shadow, and their power is even more formidable. Ja. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Regen. Ich erwarte Furchtbares, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall ist das ein Hohlkopf. Wenn das der Kopf ist. Oh ja, das ist der Kopf. Und das ist ein verdammter Ägypter. Scheiße. Aber eins frage ich mich, wieso wacht er jetzt auf? Vielleicht erklären sie uns das noch. Das wüsste ich ja noch gerne. Nur weil wir da sind, hat er Bewegungsmelder oder was? Ja, wahrscheinlich, weil wir da lang wollen. Vielleicht hat er wirklich sowas. Oh ja, du bist groß. Und er sieht so harmlos aus, ey. Ja, sehr gut. Da ist er doch. Steingötzen-Titan. Oh mein Gott. Größe riesig, Schwierigkeit hoch. Das ist doch wunderbar. Und der Kristall. Der schadet ihm anscheinend doll. Aber ich habe keine Ahnung, wann und wie wir ihn einsetzen wollen. Schauen wir einfach mal. Und da könnt ihr wieder so ein bisschen lesen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ich denke mal, beim nächsten Mal schauen wir, wie wir dieses Vieh besiegen können. Bis dahin, ciao!